Herzlich willkommen zu dieser Session mit dem Titel Digitale Teilhabe von Menschen mit Armutserfahrung. Unsere Referentin heute, seht ihr schon, ist Lilly Österreich von der, vom Paritätischen Gesamtverband. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Ich würde jetzt damit auch ganz offiziell an dich übergeben und freue mich sehr auf deinen Input. Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Lilly Österreich vom Paritätischen Gesamtverband und dort vom Digitalisierungsprojekt, das ich nenne Gleich im Netz. Und wir machen seit 2019 Weiterbildungs-, Qualifizierungs- und Vernetzungsformate im Bereich Online-Kommunikation und Online-Zusammenarbeit und haben seit Ende letzten Jahres nun auch ein Partizipationsprojekt, was ich heute vorstellen werde. Eigentlich jetzt doch drei an der Zahl, aber eins davon, da habe ich den Hut für auf und dafür bin ich heute hier. Digitale Teilhabe von Menschen mit Armutserfahrungen. Der Paritätische arbeitet ja viel für soziale Organisationen, die auch Klientinnen mit Armutserfahrungen haben. Und wir machen seit einiger Zeit Veranstaltungen wie den Aktionskongress gegen Armut, um den es auch heute so ein bisschen geht, wo wir darüber sprechen, wie Armut abgeschafft werden kann im weitesten Sinne. Das ist im Hintergrund. Und im Zuge von Corona und auch dadurch, dass unser Projekt dann irgendwann entstanden ist, haben wir uns mit digitaler Teilhabe mehr beschäftigt und dort festgestellt, beziehungsweise es ist ja eigentlich Common Sense, dass Digitalisierung nicht in allen Bevölkerungsgruppen gleichermaßen stattfindet und besonders Personengruppen, mit denen wir dann auch über die sozialen Organisationen zu tun haben, haben nicht genug digitale Zugänge, um zum Beispiel Nachrichten oder Informationen abzurufen, um Hilfe, Beratung und Schutz, Not und Krisen zu bekommen. Sie haben weniger die Möglichkeit, Bildungs- und Berufschancen über digitale Medien zu finden und können weniger sozial und kulturell teilhaben, sowie auch politisch partizipieren und gesellschaftlich teilhaben. Bei den Menschen, die von Armut betroffen sind, ist es so, dass die ganz besonders von der digitalen Ausgrenzung betroffen sind. Obwohl die Personengruppe sehr divers ist. Also wir haben mit sehr unterschiedlichen Personen zusammengearbeitet, die auch politisch interessiert sind und Bildungsabschlüsse haben. Also man hat ja vielleicht so ein bisschen so Vorurteile oder Voreinnahmen, Annahmen dazu, wie Menschen in Armut aufgestellt sind. Und wir mussten aber feststellen, dass es oder wir konnten oder durften feststellen, dass die Personengruppe sehr divers ist. Was aber allen gemeinsam ist, ist, dass sie einfach kein Geld haben, um Hardware anzuschaffen beziehungsweise auch einen Internetzugang sich zu finanzieren. Und darüber hinaus fehlt es natürlich auch an Digitalkompetenz und der Möglichkeit, sich in entsprechenden digitalen Formaten einfach mal auszuprobieren und vielleicht auch mit einer Begleitung auszuprobieren. Und da haben wir angesetzt an dem letzten Punkt, nämlich Praxis möglich machen. Und dazu haben wir das Pilotprojekt zur Stärkung der digitalen Teilhabe Armutsbetroffener ins Leben gerufen. Und dabei sollte es darum gehen, dass wir Maßnahmen zur Stärkung der digitalen Teilhabe von diesen Menschen erproben. Und das ist so abgelaufen, dass wir mit in Kooperation mit unseren Landesverbänden, ich bin ja vom Gesamtverband, der bundesweit agiert, wir haben uns aus den Landesverbänden, haben wir rund 80 Einrichtungen sozusagen geworben aus dem Bereich Arbeitslosenhilfe, Wohnungslosenhilfe, Suchtberatung, Migrantinnen-Selbstorganisation, aber auch SeniorInnen, Schuldnerberatung, Gemeinwesensarbeit waren dabei, also total bunt gemischt. Das sind jetzt auch nicht alle, die hier aufgezählt sind. Und diese Einrichtungen sollten mit unserer Hilfe ihre KlientInnen befähigen und begleiten, an dem Aktionskongress gegen Armut teilzunehmen. Das war ein digitaler Kongress über 3 Tage mit Vorträgen, beteiligungsorientierten, kreativen und Austauschformaten. Also ein ganz buntes Programm, was das erste Mal Aktionskongress hieß. Davor war das der Armutskongress, den wir aber sehr stark darauf ausgelegt hatten, dass wir darüber sprechen, was Betroffene brauchen,
aber nie so richtig die Zielgruppe der Betroffenen tatsächlich im Blick hatten. Und das sollte mit dem Pilotprojekt sich sozusagen ändern. Und wir hatten das große Glück, den Einrichtungen einen Laptop finanzieren zu können. Das bedeutet, wir haben den digitalen Zugang, die digitale Hardware geschaffen. Klar war es natürlich auch wichtig, dass sie Internet hatten, die Organisation. Aber was wir aber auch von den Organisationen wollten, ist, dass sie eine Evaluation des Ganzen machen. Und das sind jetzt sozusagen die Erfahrungen aus den Online-Treffen mit den Organisationen, aber auch aus einer sehr umfassenden Evaluation, die wir gemacht haben. Für die Unterstützung der Einrichtungen, also es wurden aus jeder Einrichtung 1 bis 2 sozialpädagogische Fachkräfte benannt, die den Prozess begleiten. Und wir haben da in Vorbereitung auf den Kongress, auf die Teilnahme des Kongresses, dann Online-Treffen veranstaltet, die zur kollegialen Beratung, zum Erfahrungsaustausch und zur Aufnahme von Bedarfen da waren. Das wurde sehr rege genutzt. Ich glaube, wir waren bei den 3 bis 4 Treffen immer um die 45 Leute. Genau, je nachdem, wie die Ressourcen dann da waren, ist man mal hingegangen, mal nicht. Und sonst haben wir die natürlich über E-Mail kontaktiert und informiert. Und wir haben denen einen Vorschlag fürs Vorgehen bei der Unterstützung der Klientinnen gemacht. Haben dann aber schnell gemerkt, dass das sehr stark an die Ressourcen in den einzelnen Einrichtungen und an die Bedarfe der Klientinnen angepasst werden musste, die sehr divers waren, sodass das zwar schön war, für eine erste Orientierung so einen Vorschlag zu haben, aber im Einzelnen musste dann einfach selbst geschaut werden, wie sie was an welcher Stelle organisieren. Dann haben wir sukzessive unterstützendes Material bereitgestellt. Also wir haben eine Anleitungen geschrieben, um den Laptop erstmal zu bedienen und funktionsfähig zu machen, und haben so einen Lehrplan erstellt mit Inhalten. Für uns war es natürlich für die Teilnahme an der Konferenz wichtig, dass sie auch Zoom lernen zu bedienen, beziehungsweise das war das Hauptaugenmerk auch, dass sie dann in der Konferenz sprechfähig sind. Und um das zu unterstützen, haben wir Testkonferenzen organisiert, die auch genutzt wurden. Die Einrichtungen selbst hatten dann natürlich die Aufgabe, das lief ja bei denen zusammen, ihre Klientinnen vorzubereiten auf die Veranstaltung. Und das war so natürlich der Bärenanteil an der Sache. Hier seht ihr die verschiedenen Schritte, die wir dann im Nachhinein aufgedröselt haben. Also die Veranstaltung musste erstmal beworben werden. Dann braucht es eine Vorbereitung, sowohl technischer als auch inhaltlicher Art. Während der Veranstaltung musste unterstützt werden und sollte, haben einige gemacht, auch eine Reflexion nach Besprechung der Veranstaltung stattfinden. So, ich komme jetzt direkt auch ein bisschen in die Learnings rein. Bei der Bewerbung der Veranstaltung hat es natürlich nicht ausgereicht, Plakate auszuhängen und einmal zu sagen, habt ihr nicht Lust, dass die Frage, was soll uns das bringen, ist vielen der sozialpädagogischen Fachkräften oft begegnet. Und es musste erstmal ein grundsätzliches Interesse geweckt werden und irgendwie vermittelt werden, was wir eigentlich mit dieser Veranstaltung wollen, weil die Menschen das einfach, diese Art von Fachtagungen, nenne ich es jetzt mal, nicht kennen. Und da musste sehr viel motiviert werden und erstmal eine Auseinandersetzung auch mit der Thematik Armut vonstatten gehen, was auch ein riesiger Teil dann im Endeffekt der Arbeit der sozialpädagogischen Kräfte war, nämlich erstmal über ins Gespräch darüber zu kommen, wie geht es den Personen eigentlich gerade in ihrer Situation, was könnte sich eventuell verbessern, und ihr könnt euch vielleicht denken, dass da sehr viel Beschäftigung mit dem Thema vonnöten ist, bis man überhaupt zu dem Schritt kommt, selbst an Gesprächen partizipieren zu wollen. Das ist ein sehr langer Weg gewesen. Dafür ist aber heute nicht so viel Platz. Was ich noch erzählen kann, ist, dass es viel darum ging, eine Atmosphäre auch in den Einrichtungen zu schaffen, in denen man sich austauschen wollte, die TeilnehmerInnen untereinander zu vernetzen, um so ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen
und dass aber auch viele Erklärungen und Gespräche in Einzel- sowie in Gruppensettings stattfinden mussten, um jeden Einzelnen mit seinen Fragezeichen abzuholen und ja, dann am Ende auch zu gewinnen für die Veranstaltung. Die größten Unsicherheiten, die uns mitgeteilt wurden, waren, dass sie etwas sagen müssen, also dass es einen Beteiligungszwang gibt, einfach weil Online-Formate nicht normal, nicht vertraut sind für die Person. Dann aber auch eine Stigmatisierung stattfinden könnte und die Person einfach aufgrund ihres Statuses als Betroffene selbst in die Veranstaltung zu gehen, halt ihr Gesicht oft nicht zeigen wollten, was natürlich in Zoom auch gar nicht sein muss. Man kann anonym teilnehmen und das musste halt alles erklärt werden. Der zweite Punkt, die informelle und inhaltliche Vorbereitung, geht so ein bisschen zusammen mit diesem Punkt hier, weil ich schon gesagt hatte, es musste sehr viel kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Armut stattfinden und auch der Transfer von wir reden abstrakt über das Thema Armut in ja die eigene Lebenswirklichkeit der Betroffenen dann übertragen werden. Und da gibt es ganz viele sehr individuelle Anliegen und Bedürfnisse bei dem Thema und das musste übertragen werden auf die Möglichkeiten, die dann auch unser Kongress bietet für die Betroffenen selbst. Was sehr geholfen hat, war wirklich erstmal die individuellen Erwartungen abzufragen und dann zu sagen, ja, das findest du vielleicht auf der Veranstaltung, schau doch mal rein. Und aufgrund des Programms, was wir denen dann zugeschickt haben, auch zu gucken, wo könnten sie sich dann eigentlich, also entweder nur durch Zuhören einklinken oder auch wirklich was beitragen. Und wir haben im Prozess gemerkt, dass es hilfreich ist, wenn wir denen so eine Art Leitfaden für die Beteiligung mitgeben, den Einrichtungen, beziehungsweise KlientInnen am Ende der Kette. Und haben die Möglichkeit gegeben und auch die Unterstützung, eigene Beiträge vorzubereiten zu bestimmten Formaten im Kongress. So gab es zum Beispiel das Speakers Corner, wo Menschen, die Erfahrungen mit Armut gemacht haben, einfach etwas erzählen können. Entweder wie sie das Thema wahrnehmen, persönliche Einblicke geben in ihr Leben und so weiter. Wir hatten aber auch die Möglichkeit gegeben, ein Video oder ein Audio-Statement abzugeben, was in den Einrichtungen aufgenommen wurde und haben das zu einem Film zusammengeschnitten, was auch nochmal die Möglichkeit bot, in einer sehr vertrauten Atmosphäre mit viel Vorbereitung, mit Unterstützung einen Beitrag zu machen, der dann aber gar nicht von einer großen Menge Kacheln in Zoom vorgetragen werden muss, sondern schon vorher feststeht. Und natürlich gab es auch die Möglichkeit, schriftliche Beiträge vorzubereiten und dann einfach mit reinzugeben. Und wie ihr unten an dem Zitat seht, hat das sehr diese schrittweise Heranführung auch an das Thema und die Möglichkeiten, ja einfach mal seine Meinung zu sagen, sehr viel bei den Teilnehmenden ausgelöst. Die Technik, ein wichtiger oder auch mit der wichtigste Punkt, um überhaupt teilzuhaben an dieser Veranstaltung. Es mussten Räumlichkeiten, Geräte und WLAN zur Verfügung gestellt werden. Die Schulungen für die selbstständige Bedienung des Laptops beziehungsweise überhaupt die Schulungen am PC mit Zoom agieren zu können, sind sehr unterschiedlich ausgefallen. Also je nach Ressourcen und natürlich auch Bedarf der KlientInnen wurden teilweise sehr umfangreiche Schulungen gemacht. Hier seht ihr, also wir haben E-Mail-Adressen teilweise erstellt, haben das Tastaturschreiben gelernt, haben sich auch Suchmaschinen angeguckt. Das war sozusagen, ist schon eine der, oder eine große Bandbreite von den Dingen, die so gemacht wurden. Andere haben das ein bisschen abgespeckt, je nach Ressourcen, und haben sich darüber die Nutzung von Zoom mit der Unterstützung der Testkonferenzen durch uns angeschaut und das ein bisschen geübt. Ja, da konnte jede Einrichtung schauen, was für sie gut funktioniert, und am Ende sollte es einfach darum gehen, dass die Personen, die teilnehmen möchten, dann auch eigenständig das bedienen können. Es geht viel um Empowerment, ums Mutmachen, um Niedrigschwelligkeit, um Begleitung, und es gibt keine doofen Fragen. Das ist ein Zitat aus der Evaluation.
könnt ihr euch sicher auch vorstellen, dass Personen, die noch nie einen Laptop oder ein Smartphone bedient haben, mit Barrieren, Hürden, Aufregung, alles, was da zusammenkommt an Emotionen, umzugehen haben. Und dass es da eine sehr behutsame Betreuung braucht. Und ich bin mir aber ganz sicher, dass es in den Einrichtungen ganz toll gemacht wurde. Und deswegen haben auch nicht wir das gemacht, sondern die. So, und dann stand die Veranstaltung im Juni 2021 an. Wir haben vom Gesamtverband leichte Sprachübersetzungen. Das kann man in Zoom auch sehr schön machen. Da kann unten dann einfach ein Schalter bedient werden und alles, was gesagt wird, wird simultan in leichte Sprache übersetzt. Das wurde auch sehr oft genutzt. Und wir haben unsere ModeratorInnen dafür geschult, sensiblen Sprachgebrauch anzuwenden, in Formaten speziell für speziell in Austauschformaten Zeit zu geben, natürlich auch niemanden direkt anzusprechen, ob er was sagen möchte, solche Sachen. Und die Gruppen bzw. die Einrichtungen selbst hatten verschiedene Möglichkeiten teilzunehmen. Also es wurden zum Beispiel öfters ein Laptop mit zwei Personen und einer Ansprechperson, rechts und links die KlientInnen, in der Mitte die Ansprechperson benutzt, umgesetzt, um teilzunehmen. Es gab aber auch zum Beispiel Gruppenteilnahmen, da erzähle ich später nochmal was dazu. Also dass wirklich eine ganze Gruppe wie in so einem Livestream-Format dann vor einem Beamer sitzt und sich die Veranstaltung darüber anguckt, aber auch die Möglichkeit hat zu interagieren dann natürlich. Ja, oder man hat in einem Raum mehrere Laptops oder es gab halt verschiedene Szenarien. Corona hat das alles ein bisschen schwerer gemacht, die Organisation. Könnt ihr euch auch vorstellen, aber am Ende konnten alle, die teilnehmen wollen, auch teilnehmen, was sehr schön ist. Die Ansprechperson, die zur Begleitung der Veranstaltung dann auch da war, die hat technisch unterstützt, teilweise je nachdem, was die KlientInnen konnten, wollten, halt auch einfach Support gegeben. Es wurden aber auch inhaltlich viele Unterstützung gegeben. Also es wurde zum Beispiel erklärt, wenn in eher fachlichen Workshops oder Vorträgen was erzählt wurde, was nicht verstanden wurde, wurde nochmal währenddessen erklärt. Und das hat sich als sehr, ja, sehr, hat einfach sehr gut geklappt. Das nebenbei und auch den Laptop mal kurz leise machen und kurz ins Gespräch zu zweit, zu dritt gehen währenddessen. Das geht ja bei digitalen Veranstaltungen sehr gut. Nun zu den Herausforderungen. Es war ein dreitägiger Kongress, der nicht genau auf die Zielgruppe zugeschnitten war. Wir haben zwar gesagt, wir machen ein modulares Angebot und alle suchen sich raus, was sie möchten, aber letztendlich gehen diese drei Tage von morgens bis zum späten Nachmittag und dafür braucht es einfach Ressourcen. Und die Rückmeldung war vielfach, dass es sowohl zeitlich als auch inhaltlich sehr herausfordernd war für die von Armut betroffenen KlientInnen. Das haben wir dann, wir sind jetzt schon weiter, haben auch noch ein Folgeformat angeboten. Da haben wir die Zielgruppe haben wir nur auf die Zielgruppe der Betroffenen geschaut und das dann natürlich irgendwie direkt umgesetzt. Aber man muss sagen, halt in so einer großen Veranstaltung, wo viele unterschiedliche Zielgruppen zusammenkommen, bleibt es halt einfach herausfordernd für Menschen, die einfach nicht so viel Erfahrung haben. Für uns ja genauso. Die personelle Betreuung war auf jeden Fall auch herausfordernd in dem Sinne, dass es sehr zeitintensiv war, dieser ganze Prozess. Und der Anspruch der sozialpädagogischen Fachkräfte einfach auch sehr hoch war, das gut zu machen, weil die haben da wirklich voll den Sinn drin gesehen, dass sie jetzt so eine Teilhabe ermöglichen. Und da ist die eine oder die andere an seine Grenzen gekommen. Dann Motivation, überhaupt Vertrauen zu schaffen, einmal für uns als vermittelnde Organisation, die nie irgendwo richtig aufgetreten ist für die KlientInnen, also außer in diesen Testkonferenzen.
da hätten wir im Nachhinein auf jeden Fall mehr Formate finden können, um auch die KlientInnen aus den verschiedenen Organisationen zusammenzubringen. Das war auch ein zeitlicher Faktor. Wir haben halt den Fokus auf die Technik, also auf die Zoom, das Zoom-Testen gelegt. Und es wurde auch öfters genannt, dass es schade war, dass man nicht von zu Hause aus teilnehmen konnte. Einfach weil das dann doch nicht möglich war, wenn man nur einen Laptop in der Einrichtung hat, den mit nach Hause zu nehmen oder weil dort das Internet fehlte. Also da sieht man auch wieder, was für Barrieren sich dann so doch zeigen im Kleinen. In den Online-Formaten selbst hatten sich viele Klientinnen auch mehr Raum für Redezeit und Austausch gewünscht. Ist ja klar, also das war ja sozusagen auch so mit der Fokus, den wir hatten, dass sie halt mitsprechen, mitmachen. Und das haben wir aber auch in Folgeveranstaltungen dann natürlich nochmal ein bisschen anders ausgelegt. So, hatte ich schon gesagt, was in den Organisationen zu der erfolgreichen Teilnahme geführt hat, war auf jeden Fall die Flexibilität und die Ressourcen von den Fachkräften, die unterstützt haben oder die den Prozess angeleitet haben. Was auch sehr, sehr cool oder gut geklappt hat, war dieses Dezentral-Hybrid-Konzept. Der Zungenbrecher, also einfach in Gruppen gemeinsam teilzunehmen, richtig ein Event draus zu machen, das hat zu einem enormen Empowerment und zu einer Verbundenheit unter den Betroffenen geführt, die ja richtig so Euphorie ausgelöst haben. Und die haben dann auch teilweise Catering organisiert und Fotos gemacht. Also haben da so ein richtiges Event draus gemacht, dieses Streaming zu machen von dem Kongress. Und da ist sozusagen in den Einrichtungen auch total viel passiert, während wir allein vorm PC saßen und das gar nicht mitbekommen haben. Und so hat man natürlich auch die Möglichkeit, sich direkt auszutauschen zu dem, was man gehört hat. Was auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor war, ist, dass die Personen in ihrer vertrauten Umgebung, nämlich der Einrichtung, in der sie Klient, Klientin sind, teilnehmen konnten, nirgendwo hinfahren mussten und die Personen, mit denen sie dort waren, kennen. Zu der Gestaltung von den Online-Formaten, die wir jetzt machen, können wir euch mitgeben. Es ist total wichtig, eine offene, vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, auch Beiträge von den Teilnehmenden wertzuschätzen und diese darin zu bestärken. Klar, es sind viel innere Prozesse, die vonstatten gehen müssen, bis jemand sich traut, etwas zu sagen, das ist klar. Aber man kann moderativ auch viel bewirken, wenn man da ein bisschen das Augenmerk drauf hat. Exklusivzeit und Zuwendung bedeutet, wir haben ja dieses Speakers Corner, also wirklich nur Formate gemacht, in denen es nur ums Reden geht, in denen keine Fragestellung beantwortet werden muss oder irgendeine Agenda ist, sondern einfach nur Bühne für alles, was euch gerade bewegt. Und das haben wir auch digital auf so einem Padlet nochmal abgebildet. Und was besonders gut lief, war diese Vorbereitung der Beiträge, also ob jetzt über das Video oder die Redebeiträge. Das war halt in den Einrichtungen auch ein gutes Mittel, um die halt vorzubereiten. Zu den digitalen Formate Learnings. Ich glaube, der allerwichtigste Punkt ist der thematische Anlass. Das Thema hat im Endeffekt zu der Teilnahme geführt. Also ohne diesen Hebel, ohne diesen Anreiz wäre das nicht, auf jeden Fall nicht so vonstatten gegangen. Da sind wir uns einig. Und was es dann aber ausgelöst hat, war so schön. Also die Menschen kommen dann das erste Mal in so ein Online-Format und merken, wow, in ganz Deutschland sind Personen, die genauso denken, die auch diese Meinung haben, die auch sich irgendwie äußern möchten dazu. Also diese Vernetzung, die für uns alltäglich ist, war für die so ein Wow-Moment. Und dann halt auch irgendwie im digitalen Format zu merken, ich muss mein Gesicht nicht zeigen, ich kann jederzeit rausgehen, wenn es mir zu viel wird. Ich habe die Freiheit, Pausen zu machen, das war einfach eine
so ein Moment oder so ein Aha-Moment für die Teilnehmenden, dass das in digitalen Formaten möglich ist. Von einer oder von zwei Personen wurde auch gesagt, dass sie hätte das Format in Präsenz stattgefunden, hätte sie gar nicht aufgrund von körperlichen Beeinträchtigungen gar nicht teilnehmen können. Das haben wir auch bestimmt alle schon mal gehört, aber es ist halt in dem Fall auch wirklich so gewesen. Und ja, das Zitat könnt ihr euch ja kurz selbst durchlesen. Das fand ich irgendwie sehr eindrücklich. Die neue Dimension des Denkens. So, jetzt muss ich mich sputen. Ja, was ist eigentlich, was am Anfang schon gesagt wurde und auch jetzt im Fazit sozusagen auch nochmal deutlich wird, wenn Hardware vorhanden ist, ist das nächstgrößte Problem, dass der Internetzugang nicht da ist. Da hatten auch einige Einrichtungen ja ihre Erkenntnis, sobald mehrere Geräte drin sind, sobald eine größere Übertragung stattfinden soll, fehlt es an vielen Ecken und Enden an der richtigen Infrastruktur. Und ja, kann man so stehen lassen. Was auf jeden Fall der nächstgroße Erfolgsfaktor war oder die Gelingensbedingung war die engmaschige Begleitung und Betreuung der Klientinnen durch die sozialpädagogischen Fachkräfte. Ohne die wäre es nicht gegangen. Und ja, sich auch einfach dann Zeit zu nehmen und diesen Lehrplan nicht zu konsequent durchzuziehen, sondern einfach zu schauen, worauf haben die auch Lust. Und ja, so entwickeln sich von Zeit zu Zeit und von Person zu Person immer mehr Wünsche und Bedürfnisse, noch mehr zu lernen. Und ja, ohne die Begleitung geht es dann aber am Ende nicht. Was auch noch ein Feedback war, was ich euch noch mitgeben wollte, ist, dass für Menschen zum Beispiel hatten wir SeniorInnen, die teilgenommen haben, die hatten teilweise Seh- oder Hörbeeinträchtigungen, die haben das Ganze von vorn bis hinten und nicht in Teilen, sondern ganz insgesamt als anstrengend empfunden, die Videokonferenz, was uns zu dem Entschluss gebracht hat, die nächsten Formate sehr kurzweilig zu planen und damit auch nicht so krass zu beanspruchen. Weil wir so stolz darauf sind oder ich das auch so schön finde, was das alles so bewirkt, ausgelöst hat in den Einrichtungen, wollte ich euch davon noch kurz erzählen. Also es wurde wirklich vielfach zurückgemeldet, dass sie das Gefühl hatten, sie sind nicht allein mit dem, was sie denken und sie haben Möglichkeiten, ihre Stimme mit einzubringen. Und das wussten sie halt einfach vorher nicht. Und das ist so ein Moment einfach gewesen für viele. Und durch die Teilnahme der Veranstaltung ist viel Wunsch nach Austausch, Vernetzung und ja politischem Engagement entstanden. Also es wurde in vielen Einrichtungen, wurden die AG Armut oder irgendwelche Projekte initiiert oder Social-Media-Kampagnen, also viele verschiedene Dinge sind daraus entstanden. Und ja, der Kongress hat irgendwie dazu geführt, dass das Thema auf einmal auf dem Tisch war und aber auch so realisierbar wurde, dass man sich einbringen kann. Und zur digitalen Teilhabe war auch vielfach die Rückmeldung, dass einfach super viel Interesse da ist, die unbedingt mehr lernen wollen und ja, so richtig, Stichwort neue Dimension des Denkens, also so wie so aufgewacht sind oder so. Und das ist auch sehr schön zu sehen, dass da auf jeden Fall der Bedarf da ist und es jetzt wahrscheinlich darum geht, zu schauen, wie man das so ein bisschen verstetigt. Hier nochmal so ein paar Impressionen aus der Pressekonferenz, wo auch Betroffene mit dabei waren. Und oben rechts von BIS e.V., Bürger in sozialen Schwierigkeiten. Zwei Personen, die auch beim Videoprojekt mitgemacht haben und sehr engagiert waren. Ja.
So, wie machen wir weiter? Wir wollen die Zusammenarbeit mit diesen Pilotprojekteinrichtungen verstetigen und haben aber auch Einzelpersonen aus dem Kongress jetzt näher an uns dran, mit denen wir weiterarbeiten möchten. Wir möchten weiterhin versuchen, über konkrete thematische Anlässe Beteiligung zu organisieren. Als nächstes steht so ein Gesprächsformat mit PolitikerInnen und von Armut betroffenen Menschen an und wieder ein Filmprojekt. Wir möchten das auch verschriftlichen, was wir gelernt haben, aber haben dabei gar nicht den Anspruch, jetzt eine Handreichung mit einem Stufenplan zu publizieren, sondern einfach mal runterzuschreiben, was so unsere Erfahrungen waren, weil das so viel und so umfassend ist. Und wir möchten weiterhin im Austausch bleiben in den Einrichtungen. Gestern habe ich erst eine E-Mail bekommen von WIF e.V., die jetzt eine Werkstatt für Frauen zum Digital Empowerment starten wollen. Und da gucken wir natürlich auch genau hin, was die machen und versuchen, das zu begleiten.